So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Frühschlinde 2-4-0s. Yay. 2-4s. 2-4-0s, ja, das hat ein Zuschauer geschrieben im ersten Solo-Part, beziehungsweise den ersten Part, den ich nur mit Jan gemacht habe, und da dachte ich mir so, ey, das ist voll lustig. Sind wir quasi ein Triforce-Duo? Oh. Wir sind ein Triforce-Duo, richtig. Oh. Also, wir spielen heute mit Herr DK, dann jetzt ist der Jan nicht da. Leute, ich sag doch, Chaos, aber ab morgen geht's weiter. Regulär habe ich ja schon die letzten Tage verläutet. Ihr seht, ich habe mir eine neue Rüstung gekauft, nämlich die Ritterrüstung. Die ist nämlich in diesem Modus hier bestimmt überhaupt nicht übertrieben stark. So, das Problem ist, ich hab danach erst gesehen, wie teuer die war. Das heißt, mein ganzer Plan wurde jetzt vernichtet. So, mit Freunden. Dein ganzer Plan? Den ich hatte, ja. Übrigens, diesen Modus würde ich niemals mit... Also, ich übrigens. Diesen Modus würde ich niemals mit Fremden spielen, weil du sicher sein kannst, dass zu 90% der Kampf abbricht. Ich frage mich, wieso? Ist ja nicht so, es gäbe irgendeine Statistik oder so. Jedenfalls ist mir keine bekannt. Das heißt, heute spielen der Dennis und ich einfach nochmal die Arena durch. Ist das eine Pokémon-Arena? Ja. Oh, okay. Opa, fangen! Oh. Mann, was soll das? Ey! Oho! Er hat mich aufs falsche Ding gehievt. Hast du es gesehen? Ja. So, ich gehe einfach, fange einfach mit dem Wald an. Wow, nice. Ich habe einfach egal gemacht. Ich glaube, da kommt das, was der andere auswählt, wenn man egal drückt. Ach so. Habe ich auch schon mal gemerkt. Ritter gegen Ritter. Du drückst mir jetzt quasi einfach deine Meinung auf. Sozusagen, ja. Das Lustige ist, in diesem Modus habe ich bisher noch niemanden gesehen, der nicht mit der Ritterrüstung kämpft. Ach, Items gibt's auch. Ich muss ja erstmal verstehen, wie das hier alles funktioniert, ne? Im Grunde genommen klatscht du mich einfach um. Und warte auf diese Hand, auf diesen Instant-KO. Was? Die kommen nur, wenn man zu zweit spielt, warum auch immer. Wie gemein ist das denn bitte? Die Kopierrüstung ist hier bestimmt auch ziemlich krank. In dem Modus. Stimmt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, aber dann halt nur auf bestimmten Maps. Ja. Oh. Alter, voll ins Gesicht geballert. Oh mein Gott, der Snipe-Schuss. Voller Rumsnipen hier. Ein Schild wäre jetzt nicht schlecht. Vor allem, wenn man den Pfeil wegboxen kann, das wäre doch mal cool. Oh, Alter. 30 Sekunden noch. Und Zeitlimit gibt's auch. Ja. What the fuck? Nein. Die ganze Zeit was macht. Alter, wie er mich streift. Du hast mich umgebracht, bin tot jetzt. Ich hab dich voll umgelegt einfach. Das war ein Headshot ins Knie. Wow. Dieser dumme Laser, ey. Bist du tot? Sehr gut. Ja. Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Ich hatte mich doch mal getroffen am Ende. Nice. Ja, Sehr gut. Super. Gut gemacht, Chris. Hurra. Beide Erster. Und weißt du, was beide Erster heißt? Keiner kriegt eine Belohnung. Wirklich? Ja. Wow. Außer halt Läppsche 20 Rubine. Großartig. Ja, super. Weißt du? Wow. Sind aber auch kleine Arenen, Mensch. Ja. Jan hat einen total unfairen Move gebracht eben. Achso, ups. Ich muss gar nicht sagen. Ich war halt total in Führung, es gibt nämlich auch eine Map, die sind komplett ohne Items und ich habe ihn einfach total ausgespaced und was passiert, das habe ich auch egal gemacht, hups, mal einfach quälen mal. Achso, nee, ich habe auch egal gedrückt. Schneeland, Wüste. Oh. Schneeland, okay. Oh, wundervoll. Er hat halt noch ein Herz am Ende, ich noch alle. Was macht er? Er hebt mich einfach hoch und bleibt stehen, bis die Hand uns beide tötet, Gleichstand. Aber ich habe mittlerweile erfahren, dass wenn ich die Wirbelattacke mache, während ich getragen werde, sofort runtergelassen werde. Das ist natürlich gut zu wissen. Okay. Glück. Moment, das könnte ich mir auch ziemlich mies vorstellen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Dicke, er hat Schaden genommen. Nein. Hast du jetzt direkt zwei Herzen verloren? Ja. Das ist ja nett. Natürlich.
Alter. Alles andere wäre Alarm. Oh, du hast den Hammer. Ja. Hier. Ah! Gott, diese dumme Hand, ey. Die nervt, ne? Ne? Was? Hast du dich gerade selbst angezündet? What? Ja, sehr gut, sehr gut. Was auch immer da gerade passiert ist. Was war das denn? Das sah interessant aus. Oh Gott, die Hand. Ich hab nicht schnell genug reagiert. Oh Gott. Schade. Das war sogar der Plan. Oh mein Gott. Alter, du hast mich gestunt. Ja, und die Hand hat mich umgelegt. Ich hab's gesehen. Super, ey. Was ich übrigens auch ein bisschen komisch an dem Modus finde, es zählt gar nicht mal, wie viele Herzen du abziehst, sondern nur, wie viele du am Ende hast. Wirklich? Ja. Okay. Ja, ja gut, die K.O.s zählen natürlich auch, ne, aber... Schon das zweite Mal von der Hand umgelegt, ne? Mit diesem blöden Eis, einfach. Also bei dem Beispiel, was ich mit Jan hatte, ich habe ihn halt vorher 7 Herzen abgezogen. Aua. Boah, voll erwischt. Glück. Und... Blub. Es war halt dann trotzdem Gleichstand, obwohl ich ihn ja selber mehr abgezogen habe, obwohl die Hand uns instant KO hat und so weiter. Das war sehr verwirrend. Okay. Bist du zweimal gestorben? Ja, zweimal durch die Hand. Oh. Monsterflicken bekommen. Achso, es gibt tatsächlich dann Materialien. Ich verstehe. Ob ich damit jetzt einverstanden bin, weiß ich aber noch nicht. Boah, das weiß er nicht so genau. So. Ach, jetzt durfte ich da stehen bleiben. Nett. Also ich muss sagen, so richtig viel gebracht hat das Glücksgewand jetzt auch nicht. Nee, du hast einmal Glück ganz am Ende. Ja. Kommen jetzt die OP-Skills. Nee, kommt wieder Ritter, okay. Jan war ja auch nett. Der hat einfach in jeder Stage das genommen, wo er einen Vorteil hatte. Also, oh, Pfeil- und Bogenkopierrüstung, oh, Wasserrobe hier und so weiter. Nein, ich bin tot. Du hast mich irgendwie gerettet, glaube ich, gerade unfreiwillig. Ich glaub's auch und das gefällt mir nicht. Wobei ich nicht weiß, was passiert wäre, weil ich noch in dieser Animation bin. Ah, der geht's hier runter. Nein! Oh Gott. Danke. Wow, der bringt's ja richtig. Hilfe! Nein! Oh mein Gott. Oh, ey. Du reagierst genauso wie ich, als ich das Video gespielt habe. Schön. Warum existiert diese dumme Hand überhaupt? Das nervt einfach nur, oder? Hast du die gerade umgebracht? Ja, aber die kommt sofort wieder. Super. Achso, ich werde gestunt durch deinen blöden Greifhaken. Oh mein Gott, die Techniken. Ey, das bringt's halt gar nicht, ne? Wow. Ja. Wow, der Wasserstab bringt's null. Was? Das ist einfach die beste Waffe. Wow. Wie hat die mich getötet? Ich war in der Luft, hast du das gesehen? Ja. Ob man hier auch nur 3 Feen hat und dann ist man tot? Au. Apropos tot. Nein! Oh, das ist geil! Die ist nur im Zweispieler-Modus? Die ist nur im Zweispieler-Modus, ja. Warum? Wir können natürlich auch mal, wenn du das möchtest, aber ich befürchte das schon fast, dass wir dann auf jeden Fall einen Abbruch kriegen würden. Wir können auch mit einem Random noch spielen. Nee, mach mal nicht. Mach mal nicht. Ich reg mich lieber auf. Okay. Aber ist doch voll balanced. Es ist voll dämlich, ist das. Dämlich? Dämlich. Dame! Ah. Ich finde das Bild, was ich rechts eingeblendet habe von dir, ist eigentlich gerade perfekt. Was? Falls du das Layout gerade... Ach so, ja. So, Volcano. Ja, den wollte ich auch gerade nehmen. Ich muss gar nicht lange überlegen. Ritterrüstung einfach. Macht einfach doppelten Schaden, das ist total unfair. Oh, Boomerang. Wo ist der? Also? Such ich den auch gerade, wo ist der? Der ist ziemlich gut hier, finde ich. Das ist ganz cool. Gott. Macht der nicht auch Schaden, der von dir? Ja. Wow, wie geil. Technik.
Oh Mann. Ich sehe nur, dass da unten dein Face irgendwo ist. Irgendwann treffe ich dich. Du hast mich gerade auf die Lava geschossen. Cool. Nein! Oh. So schnell kann doch kein Mensch reagieren. Au. Voll in den Rücken. Hey, in der Hand. Au. Hilfe! Oh nein. Ritter. Das ist so fair. Au. Nein! Ich versuch's immer wieder, aber es nutzt einfach nichts. Ich könnte jetzt einfach weglaufen, das ist das Lustige, aber das mache ich nicht. Ah! Ist auch schön, wie die ganze Zeit auf dem Screen gezeigt wird. Totem, Totem! Ja, das stimmt. Eigentlich ist es total, müsste man hier... Oh, ich habe ein Foto gemacht. Schade, das geht nicht. Eigentlich müsste man hier ja diese Rüstung nehmen, die, wenn man dreimal schlägt, sofort die Wirbelattacke kommt. Hat er mich echt doch ich glaub's ja nicht. Kriegt schon wieder keine Belohnung, ne? Nope. Nix. Sehr gut. Ja, ne? Ich habe auch ein schönes Foto, wie du mich hochhebst. Perfekt. Das Panikfoto, ey. Und glaubst du, dieser Modus hat eine Chance in der Competitive Zelda Triforce Heroes Szene? Nein. Wieso denn nicht? Ach, nur so. Dieser Modus hat leider keine Chance in irgendwas. Du bist blau, das ist eigentlich total... Es geht nicht. Festung? Mhm. Können wir gleich mal ein Penner-Battle machen. Ein Penner-Battle? Mhm. Das können wir machen. So. Oh, wow. Ups, war gar nicht aktiv gerade, mein Gehirn. Oh, hier sind ja überall Löcher am Boden. Mensch. Kann ich richtig gut zielen mit dem Ding. Hui. Hilfe, Spacing. Wow. Holy shit. Mal angerast kommen. Was ja auch richtig gemein ist, ist die Rüstung, die Janet die mal benutzt gegen mich. Ohne, dass du keinen Anlauf holen musst für die Rennattacke. Ach so. Wow, der Windkrug, nützlich. Der einfach 1000 Millionen Jahre Lag hat. Der ist voll unsafe und shield. Scheiße, du kannst ja wieder schießen. Nein, au. Plopp. Yeah. Hoffe, ich weiß schon echt extra aus, aber es geht einfach nicht. Mein Gott, der Windkrug hat mich verlassen. Nein! Oh, wow. Ja! Nice! Ich hab's geschafft, der Jan-Move. Nein! Die Hand wird auch immer schneller, kann das sein? Ich weiß nicht. Wenn ich dadurch jetzt auch Oh mein Gott, geh weg! Geh weg! Wow, nice. Habe ich dadurch jetzt echt noch gewonnen? Ich glaube, ja. Sag doch, balanced. Wow. Schön. Oh Mann. Schön. Oh Mann. Der eindeutig Bessere in der Runde hat natürlich gewonnen. Ja. Oh wow, dieser Modus. Ich wurde die ganze Zeit dominiert in dieser Runde und dann dachte ich mir einfach nur so, ach nö, ich pull mal den Jan. Alter Falter, ey. Okay. Es wäre wesentlich anspruchsvoller, wenn diese blöde Hand nicht da wäre. Tatsächlich, ja. So, Penner Battle. Ah, genau. Ich hoffe, ich habe meine Rüstung noch nicht gewählt. Wählt man die erst nach der Stage, ja, ne? Ja. Okay. So. Sehr gut. Alltag. Es wird auf jeden Fall ein schnelles Match. Ich glaube auch. Oh, warum diese Plattform, ey? Hier kann man so leicht campen. Ich hab trotzdem zwei Schaden. Ah ja, klar, weil du doppelt Schaden kriegst nach wie vor. Man müsste eigentlich mal so Hard Mode machen. Alter Schwede. Penner gegen Ritterrüstung. Kriegt man 4 Schaden wahrscheinlich, oder?
müsste man eigentlich viel Schaden kriegen, ja. Gott, diese dumme Hand, ne? Da. Hab da auch so meine persönliche Fehde mit der Wedi, trifft mich jetzt. What? Ach so, ja klar, die macht ja viel Schaden. So, weißt du, du könntest jetzt einfach wegrennen bis zum Ende der Runde. Ja, das stimmt. Weil ich könnte dich nicht erwischen, wie denn? Ich sag ja Balance. Da wollte ich die Kurve etwas zu eng nehmen. Balance trifft es auch auf dieser Map ganz gut. Ja, das stimmt sogar. Ich bin gerade übrigens schon wieder von der Hand erschlagen worden. Sehr gut. Ich habe kein Glück auf dieser Map. Guck dir das an, was soll ich machen? Ich kann nichts tun. Deshalb stellt die Hand sich auch noch meinen Weg. Ist das dumm, ey. Voll im Ernst. Wow. Hätte es eh alles egal. Das wollte ich gerade machen. Vernichtet. Voll. Ich bin halt der beste Penner. Ja. Oh Mann, ey. Eigentlich müssen wir mal gucken, was passiert, wenn man dieser Balken auf Null sinkt. Sollen wir das mal machen? Oh, wie kriegt man den denn runter? Einfach die ganze Zeit sterben. Sollen wir beide einfach die ganze Zeit sterben? Ja. Dass wir einfach aufeinander stehen und die ganze Zeit, bis die Hand uns erschlägt. Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Dann nehmen wir aber, ja gut, ist eigentlich wurscht, welches Kostüm wir nehmen. Aber vielleicht Wälder oder so. Oder Ruinen. Ah, jetzt hab ich schon die Ruinen genommen. Jetzt hab ich die Geheim einfach A gedrückt. Sora. So. Immerhin dann schön gekleidet, das stimmt. Ja. Wir mit Style hier so Hand. Gang machen. Trifft das denn tatsächlich beide? Ja. Total nett. Wow. Ich muss ausprobieren. Heb mich mal hoch, bitte. Aber jetzt vielleicht nicht, wenn die Hand kommt. Okay, ihr habt genug Zeit. Ach, nur normal, am besten direkt hochheben. Ach, oh, cool. Wow. Da kriegst du sogar Schaden durch. Aua. Aber ist egal, weil wir beide tot sind. Aber ich habe ein Herz weniger als du. Das heißt, ich glaube, du müsstest dann gewinnen am Ende. Das ist ja nett. Das heißt, man kann mit der Rüstung gar nicht gewinnen. Stimmt. Ja, also kann man schon, aber... Also doch, wenn wow. Ich dir noch ein Herz abziehe. Aber ist ja egal. Ich will einfach nur gucken, wie weit das sinkt. Bom. Einfach platt, ihr Walz. Ey, diese Hand ist einfach das Dümmste an diesem Modus. Ja. Nintendo, Instant Day, Instant Death. Das war eine gute Idee. Ja. Oh Mann, ey. Ich werd gar nicht umgefallen, wenn irgendwie... So, also häufiger kann man echt nicht sterben, als wir jetzt gerade. Das stimmt, ja. Oh, komm, hau drauf. Einer geht noch. Yes. Nice. Schöne Endscreen. Alles tot. So. So, jetzt bin ich gespannt. Oh. 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 Wow. Ja, es geht gar nicht tiefer als so. Na, super. Es wird ein rares Goldstaub bekommen. Glückwunsch. Wow, nice. Ja, Leute, das reicht doch erstmal für dieses Interview. Ich habe schon Jan gesagt, der allerletzte Part müssen wir das nochmal zu dritt machen. Ja. Definitiv. Und dann ohne diese blöde Hand. Oh ja. So, ich mach mal den Raum zu. Opa, danke. Nee. Ja, ich geb's auf. Ja, ne? Das war doch eine Erfahrung, die es wert war, gemacht zu werden, oder? Ja, muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass dieser Modus keinen sonderlich hohen Stellenwert im Spiel hat. Okay, Leute, das war der heutige Part The Legend of Frühstunde 2 Force Heroes. Ja. Morgen geht's dann weiter mit Triforce Heroes, endlich, wenn wir das Spiel langsam aber sicher beenden. Geil. Bis das DLC kommt, lol. Stimmt, genau, lol. Bis dahin, Leute, tschüss. Tschüss.